Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel Köstlich. Ich bin der Dennis und in diesen und in folgenden Videos möchten wir euch gerne die osteuropäische Küche etwas näher bringen. Ich werde euch 5 Varianten der russischen Pelmeni präsentieren. In unserem letzten Video haben wir uns mit der klassischen Variante beschäftigt. Jeder kennt die Situation, es klingelt an der Tür, man hat nichts da. Was bereitet man zu? Hier eine Version der Pelmeni, die für alle schnell und einfach geht. Für dieses Rezept brauchen wir nur 2 Produkte, die eigentlich jeder zu Hause hat. Ketchup und Mayo. Als zweite Variante machen wir die sogenannte Studentenvariante. Die Pelmeni einfach kochen, dazu einfach Cocktailsoße, Ketchup, Mayo gemixt, fertig. Lecker, schnell, einfach. Die Studentenvariante lässt sich am besten als Fingerfood verkaufen. Einmal für euch und für die Verwandten. Ihr könnt natürlich frech behaupten, dass ihr die selber gefüllt habt, um ein bisschen anzugeben. Super lecker. Super lecker. Das war die schnelle Variante. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie wir die Pelmeni als Einlage für eine Brühe benutzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt Interesse an folgenden Videos. Bitte klickt hier auf Abonnieren und in weiteren Wochen werden weitere Rezepte folgen aus der russischen internationalen Küche, auch viel übers Grillen. Wird sehr interessant werden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.